So Leute, mit diesem Paket hier habe ich wieder etwas über eBay gekauft. Ziemlich cool, ich habe so eine Verpackung auch noch nie gesehen. Das Ganze kommt wieder aus UK. Und was bedeutet das? Zum Großteil der Fälle, wenn ich was aus UK bestelle, sind da Promotional Copies drin. Zumindest in letzter Zeit. Da hole ich immer ganz gerne irgendwie was Besonderes her. Und ich habe hier schon mal meine Adresse und so weggemacht, deswegen eigentlich sah es nicht so aus. Jetzt muss ich hier nochmal kurz drüber. So. Leute, ich habe Angst. Bei so einem kleinen Paket, hier sind vier Spiele drin. Wie hat er das verschickt? Und unter anderem, als Spoiler, ist hier Assassin's Creed Valhalla eine Promotional Copy drin. Ihr wisst noch, vielleicht vom letzten Mal ist es hier angekommen und da war ein Cut drin. Da war einfach verdammter Cut drin. Und ich sehe schon, hier liegt es wieder ganz oben. Ich habe echt kein Glück mit diesem Spiel, oder? Komm, wir gucken jetzt das rein. Wir gucken jetzt rein. Man kann es auch echt alle übereinander. Okay, eins nach dem anderen. Ich packe die zur Seite und wir gucken uns erstmal Valhalla an. Aber es sieht ganz aus. Das ist mir die Hauptsache. Hauptsache dicht. Ja. Gott sei Dank. So. Fouls. Ja, das ist nur ein bisschen Dreck, was hier vorne ein bisschen reingekommen ist. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube, Water ist da nicht so. Sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Ist es nicht der beste Zustand, was die Folie angeht? Man sieht hier vorne, hat das einige Spuren. Da, ihr könnt es sehen. Das kann man auch so nicht wegwischen. Das sind so Gebrauchsspuren von der Lagerung. Aber es ist heile. Und selbst wenn es bei der Folie eine A, nur eine A plus oder von mir ist nur eine A wird, ist mir egal. Aber es ist da, es ist heile, es hat keinen Cut drin. Das war jetzt für mich die Hauptsache. Das war für mich der Hauptgrund, das jetzt hier nochmal so zu bestellen. Und ja, doch, sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, Box sollte, da ist ja, Box selbst ist ja eigentlich nichts dran. Ja, von der Weite her denke ich mal, eine 9,8 sollte das schon werden können, oder? Ich wüsste jetzt nicht, warum das eine 9,6 werden könnte, also im negativen Sinne. Und hier irgendwie was drauf? Ne, das ist vom Druck und das hier ist wieder eine Macke. Also die Folie wird nicht so gut. Die Folie wird nicht so gut. Da sage ich mal auch im Worst Case ein A. Wenn es ein A plus wird, bin ich zufrieden. Aber sagen wir mal eine 9,8A würde doch dem Spiel gut stehen, oder? Damit wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Hauptsache es ist da. Und ja, dann habe ich jetzt, wenn ich das dann das nächste Mal einschicke, dass ich dann alle drei nebeneinander habe, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. So, was habe ich noch hier drin? Ich habe als nächstes, ich hoffe, dass jetzt kein anderes Spiel irgendwie kaputt ist, ein Far Cry 6 in der Promotional Copy noch mitbestellt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht ernst. Also gut, dass es Valhalla nicht getroffen hat. Aber was zur Hölle ist das jetzt bitte schon wieder? Warum kriege ich immer ein Promotion-Spiel ab, was einen Cut hat? Also hier ist es nicht so stark. Die Folie ist ganz. Die Folie ist ganz. Es liegt an der Box. Scheiße. Oh Mann. Na ja gut, jetzt ist die Frage. Hier ist es jetzt nicht komplett kaputt. Schicke ich das so trotzdem ein oder nicht? Aber die Box hat natürlich durch diesen einen Knick. Ich weiß nicht, wie man es sehen. Kann man es sehen? Ja, nicht so gut. Es ist nicht 100% durch, aber es hat so einen richtigen Eindruck. Auch wieder von Lagerspuren, gehe ich mal von aus, weil es hat diesmal keinen typischen Cut mit Folie, weil die Folie ist in Ordnung. Die Folie könnte hier sogar eine A plus oder A plus plus, keine Ahnung, sagen wir mal A plus sein. Ja, dafür sieht es hier auch nicht so prickelnd aus. Ja, hier sieht es auch ein bisschen merkwürdig aus. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich habe immer mindestens mit einem Spiel. Ich meine, gut, Far Cry 6 reizt mich jetzt auch nicht so sehr. Das habe ich jetzt auch einfach so nice to have mal mitbestellt. Aber die Box, boah. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr denkt, das könnte. Es ist nicht komplett durch, wie bei dem Assassin's Creed, dass du durchdrücken könntest. Aber es ist so ein leichter. Es ist schon so ein Eindruck halt, ne?
Man kann es sehen, aber es ist nicht komplett durch. Also das sieht man vielleicht nicht bei der Kamera gut, aber ich kann es sehen, es ist nur eingedrückt. Aber es sieht halt trotzdem nicht so geil aus. Wäre mir jetzt aber relativ erstmal egal, weil ich keinen Bock habe, das Spiel nicht nochmal zu bestellen und dafür Geld auszugeben, weil so krass reizt mich Far Cry 6 halt auch nicht. Aber ja, ich habe jetzt schon 25 € mit allem drum und dran zusammengerechnet und dann halt durch 4 Spiele sind es insgesamt gepackt, also 25 €. Dementsprechend, ja, will ich da jetzt nicht nochmal Geld für ausgeben. Kann sowas noch eine 9 vorne stehen haben mit diesem Cut hier drin? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich weiß gar nicht, was ist danach? 8,5 schon, ne? Oder irgendwie so. Schreibt es mir in die Kommentare, da bin ich bei Warte noch nicht so drin. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Ich lege es mal zur Seite. So, jetzt hoffe ich, dass dieses Spiel, was als nächstes kommt, wirklich in einem Top-Zustand ist. Aber es sieht erstmal gut aus, denn ich habe hier eine Promotional Copy von Far Cry Primal, meinem Lieblings-Far Cry. Und hier sieht doch endlich mal alles soweit gut aus. Klar, ein paar kleine Gebrauchsspuren auf der Folie, aber diese mir egal. Aber das sieht gut aus. Also das, denke ich mal, könnte eine 9,8 doch wieder werden. Und dann, ja, vielleicht auch wieder A+. Also die Folie hat ja nichts Besonderes. Ich habe auch gehört, und auch schon einmal ja selber auch gesagt, was Folie angeht, sind die eigentlich relativ entspannt. Solange jetzt nicht ja, ein riesiger Cut drin ist und selbst bei so kleinen Sachen könnte es teilweise noch ein A werden. Also sollte hier eine 9,8 A+ schon drin sein. Ich denke mal, das ist nicht zu hoch gegriffen. Das freut mich. Mega geil. Die Folds hier sehen auch gut aus. Damit bin ich zufrieden. Das macht mich glücklich. Also schon, ich packe die hier mal schon mal in den Hintergrund, dass die beiden in einem guten Zustand da sind. Also hier ist ja, wie gesagt, auch Gott sei Dank nichts dran, bis auf ein paar Kratzer auf der Folie. Da bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Ich lasse sie jetzt mal so liegen. Und beim letzten Spiel handelt es sich wieder um ein Assassin's Creed, und zwar um Assassin's Creed Unity. Das sieht auch richtig clean aus. Also das gefällt mir auch richtig gut. Auch hier sind wieder ein paar leichte Gebrauchsspuren. Also ich denke mal, A++ wird es keines der Spiele sein. Aber wenn die drei Games hier jeweils eine A+ kriegen, dann wäre das schon wirklich mega geil. Und ich finde auch, alle drei haben eigentlich eine 9,8 schon verdient. Weil ich finde, boxtechnisch ist hier wirklich sonst gar nichts. Also ich tendiere mal bei allen drei eine 9,8. Ich finde nicht, warum es... Also schreibt mir sonst gerne in die Kommentare, warum ihr denkt, dass es nicht so wäre. Und A+ sollte eigentlich realistisch sein, finde ich, weil alle drei Spiele haben keine Macke in der Folie, nur so ein paar oberflächliche Abschürfungen. Denke mal, da sollte A+ auf jeden Fall noch drin sein. Und das wäre eine mega coole Sache. Ja, auf jeden Fall. Und bei Far Cry 6, ja gut, ich weiß auch nicht, was das hier schon wieder ist bei meinem Glück. Gott sei Dank das Spiel, ausnahmsweise mal, was mich am wenigsten interessiert von den vier, in Anführungsstrichen. Weil die drei wollte ich unbedingt haben und er hat halt Far Cry 6 auch noch gehabt. Dann dachte ich mir so, ach komm, bestellt halt mit. Und das sind halt so diese typischen Leute, die so mehrere Promos halt haben. Das war ja letztes Mal auch schon so. Ja, die haben dann immer so ein paar auf Lager, irgendwie von irgendwoher. Und dann nehmen sie einfach irgendwo eins weg. Und da kann man halt, wenn man Pech hat, bekommt man halt eins, was nicht so gut ist. Ja, ich meine, solange es irgendwie noch was mit einer 9 vorne wird, könnte es noch ganz cool sein, aber das ist halt schon echt krass. Ich versuche es euch nochmal hier irgendwie besser zu zeigen. Ja, es ist halt so eingeknickt. Es ist nicht durch, es ist nicht durch, aber es ist wie so eine Delle und weil hier genau so eine Kante wahrscheinlich von den Halterungen ist, irgendwie. Ne, warte. Ja, doch, auf der linken Seite. Aber auf der Höhe ist es ja nicht, das ist rechts. Ich weiß nicht, warum das hier so komisch eingedrückt ist, warum man das so sieht, als wäre hier eine Kante. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das nicht so geil. Aber vielleicht wird es ja noch eine 9.0, 9.2, weiß ich nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall cool zu wissen. Vielleicht hat einer von euch da ein bisschen mehr Erfahrung. Ich freue mich aber auf jeden Fall über diese 4 Games und vor allem halt über diese drei hier, Valhalla, Unity und Primal. Primal ist ja, wie gesagt, absolut mein Lieblings-Far Cry. Mit Valhalla habe ich die Reihe komplett. Mit Unity, Syndicate habe ich ja hier auch schon als Promo liegen. Das heißt, ab Unity habe ich dann praktisch jetzt aktuell jeden Teil, Unity bis Neujahr.
Ja, als Promo liegen. Ich bin gespannt, ob Mirage auch nochmal als Promo rauskommt. Bin mal gespannt. Falls ja, muss ich mich draufstürzen. Falls es also einer von euch sehen sollte, haut in die Kommentare. Ja, das war's dann so viel dazu. Und ich würde sagen, ja, wir machen weiter. Als nächstes habe ich hier die Mario Kart 8 Deluxe Booster Streckenpass Box mit allen 48 Rennstrecken. Und ja, warum ist es jetzt so nochmal rausgekommen? Einmal finde ich es cool, dass Nintendo da den Weg geht und sagt, komm, wir bringen das nochmal in physischer Form raus. Gerade jetzt zur Richtung Weihnachtszeit, denke ich mal, wird Nintendo das im Kopf haben, weil die werden nicht an Sammler oder so denken. Aber halt gerade für Familien, die es nochmal für ihre Kinder zusammen mit der jetzt am 20. Oktober kommen ja auch zwei neue Switch-Konsolen raus, also neue Bundles, unter anderem ja auch die Mario Rote OLED-Edition. Und für die, die halt vielleicht für ihre Familie, für die Kinder halt was kaufen wollen und dann Mario Kart dazu, dann hast du halt, ne, die Konsole liegen, das Spiel und dann müsstest du sagen, ja, und die Online-Dinger, die kaufen wir noch. Und so hast du nochmal was Kleines halt zum Auspacken, was keinen Mehrpreis kostet. Ich glaube, oder 5 Euro mehr. Ich meine, der Booster-Streckenpass kostet 25 Euro. Und für 30 Euro hast du halt dann hier eben diese Box, wo du halt aber dafür halt auch noch ein paar Sachen drin hast. Nämlich dann auch noch so ein Set aus 4 Pins, Set aus 5 Motivkarten und Set aus 10 Stickern, die noch mit drin sind. Und das ist eine süße kleine Box, finde ich mega cool. Richtig schön gestaltet und die möchte ich halt auch fürs Graden haben. Aber auch diese Box, ihr seht es schon, geht zurück. Das kam gestern Abend noch gegen 20 Uhr. Richtig, also fand ich cool, dass die so spät noch ausgeliefert haben. Aber das zeigt mir dann, warum man wieder mehr auf die Märkte vor Ort gehen sollte. Und jetzt, wenn die Leute wieder kommen, ja, warum bestellst du denn überhaupt online? Das hast du ja vielleicht in letzter Zeit öfters gehabt. Ja, ich bin halt aber einer, der immer gerne erstmal schnell vorbestellt. Also klar, bei dem wäre das jetzt nicht wichtig gewesen, aber bei sowas wie bei dem Assassin's Creed Mirage oder bei sonst irgendwie was, so, ich fände es halt immer cool, wenn ich was vorbestelle und es wird dann halt auch erst abgebucht, wenn ich es brauche. Also gerade wenn ich weiß, es kommt erst in einem Jahr raus und so, und die Assassin's Creed Mirage Collector's Edition konnte man schon vor einem Jahr bestellen und da habe ich keinen Bock gehabt, das zu dem Zeitpunkt, weil andere Sachen gerade dran standen, einfach sofort zu bezahlen. Und so finde ich das halt dann ganz gut. Wenn ich dann weiß, okay, das passiert ja auch erst dann, wenn ich es kaufe. Ich hasse nichts mehr, wie wenn ich jetzt schon für was zahlen muss, was ich nicht kriege. Dementsprechend ist das immer so ein bisschen, ja, bei so kleineren Beträgen ist es nicht ganz so schlimm. Hatte das jetzt hier aber halt auch bestellt. So, und ja, hätte ja auch gut ankommen können. Warum auch immer das jetzt so einen komischen Knick drin hat. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt am Versand lag. Oder vielleicht am Versand an der Box und dann ist was wegen Gewicht drauf gedrückt. Keine Ahnung. Geht auf jeden Fall zurück, ist schon beantragt und dann kaufe ich mir das jetzt einfach vor Ort im Laden. Kann mir da eine Box raussuchen, die in einem Zustand auch sehr, sehr gut ist. Und dann geht auch das hier zum Graden. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. So Leute, nun habe ich hier ein Spiel von dem guten Dennis. Viele kennen ihn vielleicht unter dem Namen Dennis90 vom Discord. Und ja, erst hatte er, also wir haben schon mal ein paar Mal geschrieben, erst ging es um ein anderes Spiel, was er von Pixel gegradet hatte, um das Mario Kart. Ist es dann aber nicht geworden. Dafür hat er mir dann aber erzählt, relativ kurze Zeit später, dass als ich eine Suche gestartet habe für die Super Mario Galaxy Reihe, dass er Teil 1 für die Wii hat. Und das liegt nun hier drin. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte. Und ich muss sagen, er hat es gut verpackt. Also ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Ich muss auch allgemein sagen, alles, was irgendwie bisher von der Community kam, also alles, was ich über die Community gekauft habe, von Sammlerkollegen, wie auch immer, das ist immer super verpackt. Kaum habe ich irgendwie was von den Versanddienstleistern, alles Grütze. Also nicht Versanddienstleister, sondern Versanddienstleister, wenn ihr die Paketboten, das meine ich ja nicht mal, aber die ganzen großen Firmen, zum Beispiel mit dem großen A und Co. oder mit dem großen O, da habe ich in letzter Zeit irgendwie nicht so viel Glück. Was halt sammlertechnisch angeht, leider dann halt nicht so geil, wenn die das nicht so gut verpacken. Ich meine, klar, die haben deutlich mehr Aufwand, gar keine Frage, aber trotzdem finde ich habe einen Kaufvertrag letztendlich und die OVP gehört genauso dazu wie der Inhalt. Die können mir ja nicht sagen, wie ich meine Produkte zu verwenden habe. Dementsprechend finde ich, gehört das halt schon dazu. So, genug gelabert darüber. Wir schauen uns hier das Spiel an. Und es ist eben, wie schon erwähnt, Super Mario Galaxy 1
In der deutschen Version, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Print das ist, es müsste einer der letzteren sein, wenn nicht sogar der letzte. Okay, das hat noch so ein Teil hier, so ein Sicherheitsding dran. Ja, und ist auch hier wieder in so einer extra Schutzhülle. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ich das hier aufmache, ich mache es hier einmal kurz auf, zur Not habe ich hier nochmal eine neue. Na komm, wir holen es einmal kurz raus. Wir holen es einmal kurz raus. Ich packe es dann sonst einfach in eine meiner neuen Hüllen, um das einmal kurz genauer anzuschauen. Also einmal haben wir hier die Folds und die sehen wirklich gut aus, wie ich finde. Genauso wie. Jetzt kann man es, denke ich, mal gut sehen. Hier auch. So, eine Sache hat das Spiel allerdings. Und zwar ist hier die Folie kaputt. Hier fehlt ein kleines Stück und ist so leicht eingerissen. Aber hauptsächlich, also man kann es nicht bewegen groß, aber hier fehlt halt ein kleines Stück. Dementsprechend wird hier ja, das Ziel eine nicht ganz so gute Bewertung haben. Da es sich um ein Wii-Spiel handelt, wird es natürlich zu Pixel gehen. Und ja, bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Durch die Öffnung. Ja, gehe ich nicht davon aus, dass das eine allzu hohe Bewertung wird. Viele sagen wieder, das habe ich in letzter Zeit auch schon ein paar Mal durch Türen und Ecken gehört, dass ich ja nicht so viel Ahnung habe oder immer so falsch, so groß falsch einschätze, was die ganzen Grades angeht. Da will ich einmal kurz sagen, gerade jetzt bei neueren Firmen, und dazu zählt Pixel als auch zum Beispiel OneUp, muss man natürlich erstmal ein bisschen schauen, wie das Ganze sich hantiert. Und ich weiß halt auch schon oft genug, das könnt ihr auch in den Videos von mir beobachten, dass ich halt auch schon oft genug richtig gelegen habe. Beispiel war in Bezug jetzt auf das Yu-Gi-Oh!, weil keiner damit es gedacht hätte, dass, oder ich der Einzige war, der gedacht hat, das wird zu schlecht. Marci zum Beispiel hat das ja genau richtig erraten. Ja, ich hätte halt damit nicht gedacht, dass die doch da noch so kulant sind, was das Ziel angeht. Hier allerdings, denke ich mal, wird es auf jeden Fall zwischen 70 und 75 sein, einfach weil hier so ein kleines Stück fehlt. 70 vielleicht nicht, aber ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe bisher noch kein Spiel, glaube ich, eingesendet, wo eine Macke in der Folie ist bei Pixel. Ich denke mal, vielleicht eine 75, wenn ich Glück habe, weil es nur das ist. Und sonst sieht die Folie halt wirklich echt gut aus. Dementsprechend, ja, mal gucken, hier sind ein paar Kratzer. Ich könnte mir halt vor, also wenn die Folie tatsächlich doch noch eine 75 kriegen sollte, die Box sollte auf jeden Fall eine 85 bekommen, dann wäre eine 80 natürlich in der Bewertung hier noch ziemlich geil, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freuen würde. Ich kann halt aber nicht einschätzen, ob die Folie durch diese Macke halt eine 70 wird. Es ist halt nur eine kleine Stelle, dementsprechend könnte ich mir auch vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen besser ist. Ich meine, weil eine 70 plus existiert ja, glaube ich, nicht. Dementsprechend wäre es eine 70 oder 75. Muss man abwarten. Ich denke mal, die Box sollte auf jeden Fall eine 85 werden. Ich wüsste nicht, warum das nicht so sein sollte. Und ja, das dann so viel zu Super Mario Galaxy. Deswegen meine Einschätzung ist, wenn alles gut läuft, wird das eine 80. Wenn es etwas schlechter werden sollte, könnte das, denke ich, auch meine 75 plus sein. Ist mir aber relativ, weil es mir einfach wichtig war, jetzt eine deutsche Version halt zu haben. Ich habe das Ganze jetzt für 100 € eben abgekauft. Und ich finde, das ist ein fairer Kurs, weil man das Spiel halt auch erstmal finden muss. Dementsprechend bin ich damit glücklich. Eine Sache, vielleicht noch, muss mal gucken, vielleicht kriegt man das ja auch noch gut ab, ohne die Folie zu beschädigen. Ich werde mal so ein Heavy Cleaning dazu buchen, dann sollen die das mit abmachen. Und dann schauen wir weiter. Sehr schön, machen wir weiter mit dem nächsten Game. So Leute, als nächstes habe ich hier mal wieder ein Spiel von einem Sammlerkollegen, nämlich von dem guten Tatsu. Ja, er hatte vor allem erst, jetzt wo ich es bekommen habe, einen Tag vorher, glaube ich, war das sogar erst verschickt. Das ging echt schnell. Manchmal hat man Glück. Und zwar, wie ihr unschwer erkennen könnt, handelt es sich um ein Nintendo DS Game. Und er hat das echt gut verpackt. Also erstmal nochmal einen großen Dank daraus, dass wir das so hinbekommen haben. Wir haben ein bisschen verhandelt, ein bisschen drüber geschrieben. Und erst überlegt, wie wir das mit dem Versand machen. Aber es hat ja alles sehr gut funktioniert. So, und zwar handelt es sich um Mario vs. Donkey Kong Aufruhr im Miniland. Ja, eine
ziemlich geile Sache, weil er mir das für einen echt fairen Kurs abgegeben hat. Es hat zwar auch eine kleine Macke. Viele von euch wissen ja auch, er hat es ja auch im Discord drin gehabt und dann haben wir noch ein bisschen verhandelt. Dementsprechend habe ich das für einen echt fairen Kurs bekommen. Es hat halt leider hier diesen Riss in der Folie, aber dementsprechend habe ich mir halt gedacht, ach komm, egal. Ihr kennt mich ja. Ich bin dann nicht so der High-Grade-Sammler. Es muss nicht immer bei jedem Spiel das beste Grade sein. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, wo man es unbedingt auch gerne hätte, aber dann achtet man da auch speziell drauf. Aber ich denke mal halt immer, gerade bei solchen Games, wenn ich mir dann noch die Grading-Kosten oben drauf rechne, so, ja, dann bin ich bei roundabout ca. 100 Euro knapp drüber. Egal, was für ein Grade das wird, ist das mega günstig, wie ich finde, und würde ich auf jeden Fall ausgeben. Also selbst wenn das nur, ja, Seal wird nicht so geil sein. Ich weiß es nicht. Kann Seal vielleicht trotzdem noch ein 75 deswegen werden? Kritisch. Ich bin, wie gesagt, da bei Pixel noch ein bisschen, ja, noch nicht so ganz im Flow drin. Aber wir werden es sehen. Ich denke mal, dass es sogar vielleicht noch eine 80 werden könnte, weil die Box ist ja eigentlich in einem ganz guten Zustand. Und damit wäre ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Auf jeden Fall eine geile Sache. Die wird auch in naher Zukunft dann mit als nächstes zu Pixel gehen. Sobald ich mal ein paar DS-Spiele habe, wird dann eine Nintendo DS-Sub auf jeden Fall ausgehen. Ja, das so viel dazu. Freut mich auf jeden Fall. Danke nochmal, dass es so reibungslos funktioniert hat. Und dann machen wir nun weiter. So Leute, hier habe ich nun etwas drin. Ja, was meine bisherige Sammelreihe verändert. Und zwar ist hier ein Assassin's Creed Spiel für die Xbox drin. Und ich habe mir das Ganze eben in der Paul German Version diesmal bestellt. Und kein gewöhnliches, aber mehr gleich dazu. So, jetzt habe ich hoffentlich mal alles sauber gemacht und nun können wir uns mal auch kurz das Spiel anschauen. Ja, ich habe Assassin's Creed 2 in der German Version für 50 Euro auf eBay gefunden. Beziehungsweise eigentlich war es für 60, ich habe ihn auf 50 runtergehandelt. Und damit bin ich wirklich sehr zufrieden. Wir schauen uns jetzt einmal kurz die Folie an. Man hat hier ein paar Kratzer drauf. Also da ist sie nicht im perfekten Zustand. Hier sind ganz leichte Abriebe. Ich habe hier immer noch diese Fussel beihängen. Also Folie ist nicht perfekt, aber geht auch, würde ich mal sagen, deutlich schlimmer. Hier ist sie ein bisschen geknickt, leider. Aber nicht irgendwie wegen schlechten Folds. Ich finde, die sehen soweit ganz gut aus. Das ist nicht ganz so schön. Also die Folie wird da nicht eine so gute Bewertung bekommen. Aber ich bin damit trotzdem eigentlich soweit zufrieden. Klar, es wird definitiv keine 85 Plus wie meine US-Version. Aber ja, ich denke mal, eine 80 sollte die Folie auf jeden Fall werden. Sie ist ja sonst in einem guten Zustand soweit. Bis auf ein paar Kratzer. Und wie gesagt, das hier ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Warum auch immer diese Folie hier so einen Überknick hat, als wäre die irgendwie, ja, zu groß auch nicht. Weil für mich sieht das nicht aus, als wäre die, als wäre das Spiel geresealed. Aber ich kann es nicht nur genau sagen. Verarbeitungstechnisch vielleicht. Keine Ahnung. Weil sonst ist die ja echt in einem guten Zustand. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das Spiel vielleicht eine 85 werden könnte mit etwas Glück, oder? Wenn die Box da sonst im guten Zustand ist, könnte ich mir schon gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache, wenn das Spiel eine 85 wird. Also ich denke mal zwischen 80 plus und 85. Auch wenn ich eher zu 80 plus tendiere, aber man darf ja noch träumen. Ja, auf jeden Fall freut mich das. Vor allem, ich weiß nicht genau, ob das jetzt hundertprozentig stimmt, weil bei den deutschen Prints bin ich ja immer so ein bisschen raus. Aber soweit ich weiß, müsste das auch der First Print sein. Mit dem 100% Uncut-Label vorne mit drauf. Ja, freut mich auf jeden Fall, das jetzt in Deutsch zu haben. Da ich ja erst noch vor kurzem die Umfrage gemacht habe, ob ich das jetzt, ob ich jetzt US weitermachen soll oder nicht. Und ich habe mich halt auch dann auch so entschieden, wie auch die Mehrheit tatsächlich auch das gesagt hat, dass ich das pausiere oder aufhöre mit der US-Version. Und jetzt auf mich Deutsch fokussiere und auch noch weitere Teile kommen werden. Ja, das auf jeden Fall so viel zu Assassin's Creed 2 für die Xbox 360. Da freue ich mich drauf, auch mal da dann bald wieder eine Assassin's Creed Sub rauszuhauen.
So, Leute, dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Spiel und entschuldigt meine Stimme, falls sie sich etwas anders anhört. Ich war jetzt die letzten Tage ziemlich erkältet oder habe es immer noch ein bisschen drin. Mich hat es dann leider auch erwischt. Aber es soll uns nicht darin hindern, das Ganze jetzt hier im Nachhinein ja, einmal auszupacken. Ich habe es selber, jetzt muss ich selber mal gucken, ob ich das hier aufmache. Ich habe es immer nur aus den Versandpaketen kurz geholt, dass es dann aussieht wie hier, weil die sahen immer alle sehr, sehr schlecht verpackt aus. Also bei dem hier geht's noch, muss ich dazu sagen. Das war eher bei den anderen beiden, das hier war gut verpackt. Aber ja, ich wollte es dann trotzdem einmal lieber kontrollieren, weil wenn was gewesen wäre und ich wusste jetzt ja nicht, wann meine Stimme wieder da ist. Verdammt nochmal, ich will es ja eigentlich nicht kaputt machen. So. Fussel weg. Und dann machen wir das Ganze jetzt hier endlich mal auf. Ist auf jeden Fall gut verklebt. So. Habt ihr auch mal ein bisschen was zu lachen mit meiner Stimme dieses Mal? Und es ist schon wieder in so einer PET-Hülle. Oh, das habe ich immer ganz, ganz mieses Gefühl. Aber ich lasse es jetzt, glaube ich. Ich sage jedes Mal, ich lasse es drin und dann mache ich es irgendwie noch nicht. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier die deutsche Version von Assassin's Creed Revelation. Und zwar die Special Edition. Denn die hat auch so ein Holo-Cover vorne dran. Finde ich richtig sexy. Ich habe es ja schon erwähnt und ihr habt ja jetzt auch schon gerade eben davor gesehen, dass ich auch Assassin's Creed 2 gekauft habe. Nun hole ich mir praktisch die ganzen Assassin's Creed-Teile halt in der Paul German Version, da ich mich einfach dazu entschlossen habe, die US-Version abzugeben und nicht weiter zu sammeln, weil ich mir einfach gedacht habe, ich möchte einfach auch den Fokus auf Paul gehen und vor allem halt auf German. So, ich sag mal, Paul Österreich zum Beispiel oder so, sind dann so Ausnahmen, wenn Special Editions sind oder wenn es irgendwie nicht halt anders machbar ist. Dazu komme ich aber zu einem anderen Zeitpunkt nochmal, was ich damit meine. Ja, ach komm, ich mach kurz einen Cut und hol's raus. So, hier ist das gute Stück. Ich pack's lieber nachher in so eine, ja, in meine Sleeves rein. Also man sieht auch, die Folie hat einige Gebrauchsspuren, ist nicht der beste Zustand, aber man muss diese Special Edition erstmal finden und es sieht halt trotzdem wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also ich bin damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Es ist die deutsche Version, das kommt noch weg. Aber es zeigt halt schon einfach auch noch, dass es so vergilbt ist und dass es auch das richtige Spiel ist mit der Special Edition, dass das Ganze legit ist. Und das ist halt für mich die Hauptsache. Man kann lieber nochmal eine andere Version finden, die später mal in einem besseren Zustand ist. Aber so habe ich jetzt für einen echt guten Kurs. Ich habe dafür jetzt 40 Euro waren es, glaube ich, oder 35. Ich bin mir gerade selber gar nicht mehr sicher, ausgegeben. All in. Und dementsprechend, ich bin damit auf jeden Fall zufrieden. Wie gesagt, klar, der Zustand ist nicht der beste. Das wird keine High-Bewertung. Aber das muss man halt auch erstmal finden und haben. Und dementsprechend ist das Ganze für mich mehr als in Ordnung. Ja, sehr schön. Das ist Assassin's Creed Revelation für die Xbox 360 in der Special Edition. Und nun machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Als nächstes kommen wir zu einem besonderen Spiel. Und zwar zu einer Special Edition von Assassin's Creed 3. Und jetzt wisst ihr auch, was ich meine, wenn ich sage PEGI-Version in Ausnahmefällen. Es handelt sich nämlich hier um die PEGI UK-Version in der Special Edition mit dem alternativen Cover. Und dieses Cover ist mal so ultra geil. Ich habe dieses Spiel, muss ich dazu sagen, nun schon wirklich monatelang in der Beobachtungsliste gehabt und es wurde nie verkauft. Es war einmal kurz draußen, es ist wahrscheinlich einfach mal was abgelaufen ist von eBay und es war kurze Zeit später direkt wieder online. Hat mich auch tatsächlich einiges an Geld gekostet. Also im Verhältnis zu den anderen Games. Vor allem, weil ich es ja auch zu UK kaufen musste. Aber es war mir egal. Die Spiel hat mich jetzt um die circa 70 Euro gekostet. Ich meine, heutzutage legt man auch ja, 70, 80 Euro für ein Spiel hin. Und dafür hat man halt hier eine Special Edition. Die muss man erstmal finden. Die sieht auch sehr gut aus. Ich habe sie nämlich auch schon hier angeschaut, muss ich dazu sagen. Ja, und auch schon in so eine Folie gepackt. Die, ja, da hole ich es jetzt nicht nochmal raus, weil das wäre jetzt ja, ein bisschen Verschwendung. Da, ich meine, die sind zwar wieder verklebt, aber ich finde, danach halten die nicht mehr so gut. Sie hat ein paar Gebrauchsspuren, aber das hier hinten zum Beispiel ist jetzt mit von der Folie. Ein paar Sachen hat sie hinten schon dran, das stimmt wohl.
So ein paar Kratzer, aber sonst hat die keine Macken oder ähnliches. Und auf jeden Fall auch ein besserer Zustand als jetzt das Assassin's Creed Revelation von gerade eben. Ja, ich würde mal schätzen, ich habe ja vergessen. Ach komm, egal. Ich will euch das auch schließlich zeigen, was mein Pre-Grading angeht. Zur Not muss es halt dann eine neue sein. Ich zeige es euch nochmal. Also ihr seht hier, so einige Spuren hat sie schon. Aber trotzdem würde ich sagen, besserer Zustand als eben das Revelations. Das kann ich auch gerne nochmal schnell dazu holen, weil ich das gerade vergessen habe zu sagen. Das Assassin's Creed Revelations würde ich jetzt, ja, ich würde mal schätzen auf so eine 75, 75 plus, weil die da schon einige Gebrauchsspuren hat, die Folie. Ich würde sie jetzt so bei 70, 70 plus schätzen. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht auf 75, aber ich glaube nicht, dass es besser als eine 75 wird, was die Folie angeht, weil dafür hatte ich schon halt echt einige Kratzer. Ja, also 70 ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber ich schätze mal so 75 und die Box, ja. Ich weiß nicht, ob das eine 80 werden könnte. Ich bezweifle es halt eher. Ich meine, ich lasse mich gerne besseren belehren. 75 plus bis 80, sagen wir jetzt einfach mal. Und Assassin's Creed 3, ja, ist schon auf jeden Fall ein besserer Zustand, definitiv. Der hätte ich jetzt so bei 80 bis 80 plus geschätzt, weil es natürlich trotzdem einige Kratzer auf der Folie hat. Und ja, die Folie, denke ich mal, es wird eine 80 sein. Die Box, ja, kommt drauf an, was halt die Box dann wird, ne? Dementsprechend hätte ich jetzt zwischen 80 plus und 85, ja, doch 80 plus bis 85. Ich bin da großzügig mal heute. Also 75 plus bis 80 und 80 plus bis 85 würde ich bei dem Assassin's Creed 3 schätzen. So, das um nochmal das kurz aufgeholt zu haben. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich das bei Assassin's Creed 2 gesagt habe. Wenn, falls nicht, habe ich das dann mit eingeschrieben. Ja, das dann so viel auf jeden Fall dazu. Richtig geiles Spiel. Mich freut es, dass ich das endlich in dieser Version hier habe. Und dann interessiert mich das tatsächlich auch nicht, dass es eine spezielle PEGI-Version ist. Ja, dann haben wir es auch hier damit erledigt und nun kommen wir zu einem weiteren Assassin's Creed. So, und als nächstes kommen wir zu einer weiteren Special Edition aus Paul UK. Also eine weitere Paul UK Version. Das war richtig gut verpackt. Ich habe gerade über 2 Minuten gebraucht, den Kram aufzumachen. Also es war richtig gut verpackt. Bin ich sehr froh drum. Und es sieht schon richtig gut aus. Also bisher vom Ersteindruck hinten sehr zufrieden. Denn es handelt sich hier um die Special Edition von Assassin's Creed Syndicate. Und auch hier eben mit dem alternativen Cover. Ich muss einfach nochmal kurz Assassin's Creed 3 dazu holen. Das sind jetzt einfach so mal so zwei Banger, muss ich einfach mal für mich persönlich sagen, die ich mir gegönnt habe. Ich habe beide Spiele so lange immer wieder eine Beobachtungsliste gehabt. Und beide waren immer wieder ausverkauft und dann doch irgendwie wieder drin. Aber immer vom selben. Wo ich echt dachte, boah, verdammt und immer ärgerlich. Jetzt habe ich es mir gegönnt und dementsprechend bin ich da wirklich sehr, sehr glücklich mit. Ihr wisst ja sicherlich, Assassin's Creed 4 Black Flag habe ich ja auch schon in dieser alternativen Cover-Version von Paul UK. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die von Assassin's Creed Unity. Ihr habt vielleicht auch schon in den letzten Wochen gesehen, habe ich immer wieder auch schon im Status gesucht. Die ist noch richtig schwer zu finden, also gefühlt noch schwieriger als alle anderen. Ja, mal schauen, wann und ob ich die vielleicht nochmal finde. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, würde mich sehr freuen, wenn ich die nochmal bekomme. Und ich muss wirklich sagen, die Folie sieht sehr, sehr gut aus. Sie hat ein paar oberflächliche Kratzer, aber sonst auch von der Folie an sich sieht das Ganze wirklich sehr, sehr gut aus. Ich bin da wirklich sehr zufrieden mit. Ich freue mich, das in der Sammlung zu haben. Persönliche Einschätzung würde ich jetzt mal so eine 85 sagen. Ich glaube, Gold, ja, weiß ich nicht. Ich sag mal 85. Ich würde jetzt nicht auf eine Gold schätzen. Weil der Zustand dann doch schon noch mal ein paar Kratzer hat und so. Aber ich denke, meine 85 sollte hier schon realistisch sein. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall, wie ich auch von in den anderen schon erwähnt hatte, hier eine 85. Hier schätze ich mal zwischen 80 plus und 85 bei dem Assassin's Creed 3. Und was ich davor gezeigt habe mit dem Revelation, schätze ich mal zwischen 75 plus und 80. Bei Assassin's Creed 2 ähnliches Prinzip. Ich meine nicht, dass ich da auch das vom Zustand her so ähnlich gesagt hatte. Genau. Aber hatte ich ja dann auch sonst mit eingeblendet, sollte ich das nicht gesagt haben. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir nun weiter. So Leute, heute mal ein bisschen von weiter weg, deswegen ignoriert das hier hinten einfach mal. Aber so kann ich euch meine Assassin's Creed Mirage Collector's Case Box zeigen.
Auch die hier hat leider, ich habe im Moment bei sowas echt kein Glück, aber ich habe es halt auch online vorbestellt, wie viele. Ich habe gar nicht geguckt, ob man die irgendwie im Laden vorbestellen konnte. Ich glaube tatsächlich gar nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Der hat leider einige Macken abgekriegt. Einmal hier unten auch wieder so eine Einlitzstelle. Hier auf der rechten Seite auch minimal. Die hier schlimmer. Dann hast du halt aber hier auch so eine kleine, ups, Entschuldigung, eine kleine Einkerbung. Dann hast du hier solche Sachen, ne, dass die Box angeditscht ist, beziehungsweise halt so, ja, so flatterig ist. Dann hier, als wäre da wie so ein kleiner Wasserschaden oder so hochgeknickt. Nicht so geil. Liegt halt ganz einfach daran, wenn du. Ich habe den Karton, glaube ich, nicht mehr hier. Wobei doch der hier war das. Also nichts für ungut. Ich will keine Werbung machen, aber wenn ich so ein Riesenpaket, ihr seht es nicht komplett, bekomme und da lag die Box hier drin, ohne, so wie sie war. Da war keine einzige Folie, geschweige denn wenigstens irgendwie Papier drin oder so. Wenn das da hin und her dutscht, plus halt eben zusätzlich meine einzelnen Games, also hier gerade meine Launch Edition, zweimal. Hier ist die, die ich jetzt ausgepackt habe und die andere Sealed, die habe ich hier schon eingepackt. Und halt das Assassin's Creed Mirage, die Deluxe Edition, die ich hier habe. Und hier seht ihr schon, guckt euch mal diese Folie an, deswegen geht dieses Spiel auch zurück. Das geht gar nicht. Ich habe auch, das ist das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich eine Bemerkung dazu gepackt habe beim Zurückschicken. Ey, so eine Dreistigkeit. Gott sei Dank ist wirklich einer der beiden Launch Edition, die in der Mitte praktisch war. So hat es die Box. Dann lag zuerst die Deluxe Edition. Dann die, die ich jetzt hier eingepackt habe und dann ganz oben. Und die hatte die Macke gehabt. Nämlich diese hier. Deswegen habe ich dann auch mich dafür entschieden, dass ich halt die hier nehme zum Auspacken. Ja, ich weiß auch nicht. Ich mache das jetzt mal so. Ich finde es halt sehr, sehr schade. Vor allem, was ich nicht nachvollziehen kann, warum die das so umständlich machen. Also einmal, dass sowas nicht geschützt wird, dass du dann solche Macken hast, wie jetzt hier. Oder halt eben auch das bei der Deluxe-Edition. Und vor allem, was ich nicht nachvollziehen kann, ich weiß jetzt nicht, ob es an Amazon liegt, ob das an Ubisoft liegt, aber ich muss das einmal noch kurz raushauen, sonst springt gerne zum nächsten Kapitel. Aber für die es interessiert, ey, ich finde das so traurig. Also, ich habe wirklich nachgehakt. Weil, wie gesagt, das Spiel lag so mit drin. Ich dachte mir so, hä? Ich habe doch die Collector's Edition bestellt, da ist doch das Spiel drin. Warum hab ich jetzt noch ein Spielgeschenk gekriegt? Mir fällt gerade auf, dass hier hinten auch noch so eine Macke drin ist. Was haben die mit dieser Folie gemacht? Okay, vielleicht war es auch unabhängig von dem Versand, aber was ist denn mit dieser Folie passiert? Naja, ich verstehe es nur nicht. Also, das ist so. Ich habe wirklich lange überlegt, obwohl es eigentlich danach offensichtlich war, warum zur Hölle hier nochmal das Spiel dran liegt. Weil ja. Bei Amazon, bei der Bestellung stand dran, dass es bei dieser Box das Spiel nicht enthalten ist und dass das hier das Spiel extra ist. Deswegen kann ich auch dieses Spiel einzeln zurückschicken, weil für die Box wurde mir 90 € berechnet und für das Spiel die 60 €, was ja zusammen die 150 sind, die du auch bei Ubisoft bezahlt hättest. Bei Amazon haben sie es aber einzeln gesplittet. Für mich jetzt zum Vorteil, weil somit kann ich dieses Spiel hier einzeln zurückschicken und die Collector's Case Box trotzdem behalten, weil ja, auch wenn sie kein guter Zustand ist, aber die kriegst du halt so nicht aus. Ich bestelle sie jetzt. Schick's auch wieder zurück, bestell jetzt wieder auf eBay. Ganz ehrlich, ist mir irgendwie halt auch zu doof. Aber um das Spiel ist mir das halt einfach gerade zu schade und das kann man ja wirklich schnell austauschen. Und ich verstehe es nicht. Also, warum ist dieses Spiel einzeln da drin? Ich habe jetzt auch gesehen, das zeige ich euch auch einmal. Hier unten drunter ist so ein Aufkleber dran mit Spiel nicht enthalten. Warum zur Hölle ist das eine Collector's Box, wo ein verdammtes Spiel nicht enthalten ist? Das kann es doch nicht sein. Ich will es halt nicht aufmachen, weil soll für mich sealed bleiben, die Box. Erstmal zumindest. Auch wenn da jetzt kein Spiel drin ist. Also eigentlich ist es eh egal. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umzugehen habe. Das Ding ist halt einfach. Warum ist das so komisch? Ich habe schon Unpacked-Videos ja einige von dieser Box gesehen und da lag überall, gut, waren vor allem amerikanische, aber dieses Spiel immer drin. Das bin ich auf Facebook in der Assassin's Creed-Gruppe drin.
Dann habe ich ja versucht, jetzt über die Insta-Story das einmal irgendwie herauszufinden. Und ich habe immer nur gehört, dass dieses Spiel entweder auch einzeln drin lag, bei allen, die es auch bei Amazon bestellt haben. Also scheint es auf jeden Fall so ein Amazon-Ding zu sein. Aber auch bei Ubisoft war das dann teilweise so, du hast eigentlich hier oben so eine Schale drin, wo dieses Spiel mit drin liegt. Das heißt, es existiert sogar einfach ein Fach in dieser Collectors Box, wo dieses Spiel reinpasst. Warum zur Hölle ist das hier nicht Sticker Sealed? Aber scheinbar wirklich bei keinem. Ich verstehe es nicht. Warum kriege ich eine Collectors Box, die nicht Sticker Sealed ist? Als würden die provokant gegen Sammler arbeiten. Ich meine, klar, dass sie da nicht so drauf achten, okay. Aber es ist so willkürlich. Jede andere Box bisher hatte Sticker Sealed. Also gut, die Valhalla-Box hatte ich nicht, aber soweit ich weiß, war die auch Sticker Sealed. Aber sonst berichte ich mich gerne, wenn es jemand weiß. Aber ich habe das ist das erste Mal, dass ich das jetzt aktiv erlebe, dass so eine Collectors Box nicht Sticker Sealed ist von Assassin's Creed. Und, oder halt mit Folie. Früher war es sogar noch mit Folie drum oder so. Und jetzt habe ich sowas, und dann kommt sowas zustande. Ich kann diese Box niemals als Sealed einschicken, was eigentlich der Plan war. Dass ich das hier als Sealed stehen habe, plus halt die Launch Edition daneben nochmal sealed, kann ich knicken. Also ich werde das Spiel austauschen und dann bin ich halt am überlegen, ob ich die Box dann einmal aufmachen lasse. Das wäre noch so eine Option. Dann das Spiel reinlegen lasse und das Ganze dann als Qualified irgendwie machen lasse. Aber die Box ist ja auch nicht im perfekten Zustand. Ich weiß es wirklich nicht. Schreibt mir mal gerne mal wieder in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Ich habe in letzter Zeit schon bei so ein paar Sachen, wo ich nachgehakt habe, gute Kommentare bekommen. Würde mich auch diesmal wieder interessieren. Aber was haltet ihr von diesem Thema? Ich weiß, es ging jetzt ein bisschen länger, dadurch wird auch das New Stuff-Video etwas länger. Aber ich musste das jetzt einfach kurz mal rauslassen. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Warum zur Hölle? Ich denke mal, dass es auch dann an Ubisoft liegt. Diese Box nicht Sticker Sealed ist. Bei so vielen, also gerade wie bei Amazon, dieses Spiel hier einfach extern gelegt wird. Ich war schon kurz am Überlegen, das Ganze nochmal bei Otto zu bestellen. Also ne, keine Werbung jetzt an die einzelnen Versandhäuser. Aber da steht es wieder als Komplettpreis für 150 dran. Allein schon nur das Prinzip, und wenn man es wieder zurückschickt, um zu gucken, ob das Spiel dann in der Box liegt. Also, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Da bekommt man sie tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade drehe noch. Ich weiß es noch nicht, ob ich das mache und wie. Auf jeden Fall sehr kuriose Geschichte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das handhabt. Ich werde auf jeden Fall dieses einzelne Spiel hier jetzt erstmal zurückschicken, weil ich es kann. Also theoretisch könnte ich dann auch, wenn ich es wollte, diese Box hier, sollte ich das mit Otto machen, auch einzeln zurückschicken. Eine Launch Edition habe ich ja hier schon ausgepackt. Und die andere, die ist wirklich in einem guten Zustand. Die habe ich hier schon sealed, geschützt. Die kommt dann zum Graden. Ja, und der Rest ist irgendwie eine sehr, sehr kuriose Geschichte.